Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Workout für einen noch strafferen Oberbauch. Der Oberbauch ist ja eigentlich der Sixpack, der gerade Bauchmuskel, der übrigens nicht dafür da ist, dass wir uns runden. Er hält uns eigentlich aufrecht zusammen mit der Rückenmuskulatur. Und das ist schon das Erste, was wichtig ist, um den zu straffen. Brauchen wir starke Muskeln, die uns in die Aufrichtung ziehen. Also wichtig ist starke Rumpfmuskulatur allgemein, aber auch die Muskulatur, die die Schultern zurückzieht und den oberen Rücken in die Aufrichtung zieht. Das werden wir heute trainieren. Und dann natürlich auch diesen Sixpack, aber nicht unbedingt in die Rundung gehen, sondern wir werden ihn aus der natürlichen Lordose trainieren, so wie er wirklich seine Kraft entwickeln kann. Kommen wir gleich noch drauf und wir werden den tiefen trainieren. Der sitzt hier wie zwei Taschen, der Transversus, der tiefe quere Bauchmuskel. Der formt nämlich auch die Taille, also ist auch für diese Form des ganzen Bauches ganz wichtig. Also mach immer so mit, wie es für dich okay ist. Pausen sind erlaubt und nimm dir natürlich auch die einfachere Version heraus. Wir sind die ganze Zeit am Boden und bleiben auch mal auf den Knien. Also wenn du dir ein Kissen holen möchtest, dann drück kurz auf Pause. Und komm wieder mit einem Kissen für die Knie. Erstmal kommst du tatsächlich auf die Knie. Und zwar gehen wir in den Vierfüßlerstand, Hände unter die Schultern. Und wir machen die Wirbelsäule etwas mobil, indem wir den Rücken runden, ausatmen, den Bauchnabel zum Boden ziehen, einatmen, einfach mal hin und her bewegen, die Wirbelsäule mobil machen. Am besten aus und ein. Dann ruhig auch mal in alle möglichen Richtungen bewegen. Vielleicht mal austesten, in welche Richtung du dich gerne noch hinziehen würdest. Ein bisschen rumprobieren, vielleicht kreisen. Und dann kommst du wieder zurück. Komm langsam zurück zu deinen Knien, richte dich auf. Und jetzt bleib zuerst einmal aufgestützt auf den Oberschenkeln. Also Kissen unter die Knie hilft ein bisschen für die Knie. Schultern zurückziehen, dein Rücken ist ganz gerade, dein Steißbein schiebt nach hinten raus. Jetzt hol dir deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Sag mal das Wort Ich, dann hast du schon eine stabile Mitte. Und jetzt nimmst du deine Arme zur Seite, Daumen Richtung Decke, zieh deine Schulterblätter hinten zusammen und komm wieder tief, Ellbogen nach vorne, nochmal hoch und wieder tief. Wichtig ist, dass du dich ein Stück nach vorne lehnst. Du könntest es auch im Stehen machen. Dass mit den Knien jetzt zu viel ist. Nochmal hoch und wieder zurück. Kraftvoll, Schulterblätter küssen sich. Jetzt bleib mal dann oben. Drei Stück. Eins, zwei, drei und komm wieder tief. Nochmal. Eins, zwei, Daumen zur Decke und wieder tief. Bauchnabel nach innen oben saugen. Kannst sie auch noch ein bisschen fordern, indem du die Fußspitzen anhebst. Wird es auch wackelig und du merkst sofort, da ist die Körpermitte nämlich gleich aktiv, ohne dass man überhaupt überlegen muss. Beckenboden. Und jetzt bleiben dann deine Arme oben und du machst noch mal ganz kleine. Hoch, ziehen, ziehen, ziehen. Das ist der obere Rücken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und kurz wieder lösen. Absetzen, rund werden. Du merkst bestimmt jetzt den Rücken, das sind die Muskeln. Und dann kommst du nach unten auf die Ellbogen. Daumen zeigen in Richtung Decke. Jetzt komm einmal kurz in die Streckung. Und dann setzt du deine Knie ab. Bauchnabel. Sanft nach innen ziehen. Knie abgesetzt und diese Position halten, ohne dass du jetzt hier tief sinkst. Einfach mal hier halten und dann kannst du versuchen, mit deinem Becken hoch und ein Stück tiefer zu gehen, zu kreisen. Wenn das gut funktioniert, darfst du auch die Knie wegnehmen, eine Linie Oberkörper, Oberschenkel und hier kreisen. Also such dir deinen Schwierigkeitsgrad heraus. Rumpfkraft.
andere Richtung. Und noch einmal Richtungswechsel. Nur 4, 3, 2 und nochmal Richtungswechsel. 4, 3, 2, halte, komm zurück. Wenn du die Knie oben hattest, nimm sie runter, setz dich ein Stück nach hinten, kurz entspannen. Und dann noch einmal nach oben auf die Knie, unsere zweite Runde. Richte dich auf, stütze dich ruhig erstmal ab, heb gerne deine Fußspitzen, nimm dann deine Arme zur Seite und jetzt Arme nach oben, Ellbogen küssen sich und wieder tief. Nochmal hoch und ab. Ganz bewusst spüren, dass du die Haut da zwischen den Schulterblättern richtig einzwickst. Drei oben, 1, 2, 3 und wieder tief, 1, 2, nochmal, wird schon wärmer und jetzt bleibst du oben, machst ganz kleine, ziehen, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen, rund werden. Zweite Runde, Plank, in der Variation, die du für dich wählst. Fang ruhig erstmal gestreckt an, setz dann deine Knie ab, sodass deine Hüfte gestreckt ist und los geht's. Kreisende Bewegung. Andere Richtung. Bauchnabel nach innen ziehen. Nochmal Richtungswechsel. 4, 3, 2 und letzter Richtungswechsel. 4, 3, 2 und zurückkommen. Auslockern. Schultern einmal lösen. Und dann gehen wir nämlich gleich zum Sitzen. Und legen uns gemütlich in die Rückenlage ab. Einmal hier runter. Entspann dich einen Moment. Lass die Schultern locker. Und während du hier entspannst, kannst du dein Becken mal leicht nach unten drücken und wieder ins leichte Hohlkreuz ziehen. Also runterdrücken und hochziehen. Und mal spüren, wie sich's in der neutralen Position anfühlt. Also wie fühlt sich so normal an für dich? Wo ist deine Position, so wie dein Rücken geschwungen ist? Und da wirst du jetzt kleiner in der Bewegung, in beide Richtungen nicht mehr so viel dich bewegen, immer kleiner werden. Und irgendwann solltest du dann in deiner neutralen Position ankommen. Und es ist eigentlich so, dass wenn du jetzt mal runterschaust, dass dein Schambein und die Beckenknochen, wenn du da deine Hände drauflegst, dass deine Hände jetzt parallel über dem Boden liegen. Dann liegst du neutral und du merkst auch, dass unter dem Rücken die Wirbelsäule vielleicht nicht auf dem Boden aufliegt. Das ist die Lendenwirbelsäule. Und wenn du so bist, dann sag jetzt nochmal das Wort Ich und drücke mit deinen Mittelfingern mal in die Mitte deines, also neben deinen Beckenknochen in die Mitte rein. Ich,
Merkst du, wenn du da reindrückst, dass das hart wird? Das ist der tiefe, quere Bauchmuskel. Durch die Lippenbremse ausatmen. Und das funktioniert wirklich gut oder nur gut, wenn du in der Neutralposition liegst. Dann kannst du diesen tiefen, queren super aktivieren, der übrigens die Taille formt und für den flachen Bauch zuständig ist. Und mach nur weiter, gell? Immer wieder anspannen. Und er sollte voraktiv werden, bevor wir dann an den Sixpack rangehen. Und das kann er eben nur aus der neutralen Position. Deswegen diese Position für immer beibehalten. Jetzt lässt du diesen Tiefen mal aktiv, hebst dein rechtes Bein. Der Rücken bleibt neutral. Setz wieder ab. Spür mit den Händen, dass sich da nichts bewegt im Becken. Ausatmen, andere Seite. Einatmen, wieder ab. Aus. Schon ziemlich anstrengend, dieses Anheben, hoffe ich. Neutral bleiben. Halte neutral immer noch. Bleib hier, nimm dein zweites Bein dazu, wenn du es halten kannst. Neutrale Position, Oberschenkel senkrecht. Und dann gehst du ausatmend mit einem Bein Richtung Boden. Muss ja nicht tief sein, so wie du hier ruhig bleiben kannst. Ausatmen die andere Seite. Jetzt mach einfach mal weiter. Wenn du das Gefühl hast, dass du es im Rücken nicht halten kannst, weitermachen, kannst du dir ein Handtuch oder eine Matte unter deinen unteren Rücken drunter rollen. So ein bisschen. So einen kleinen Wulst, sodass du merkst, dein Rücken ist unterstützt. Diese Wirbelsäulenkrümmung, die Lendenwirbelsäule, hat so ein bisschen Stütze bekommen. Und dann, ich hoffe, du hast weitergemacht, kannst du nämlich ganz sanft den Rücken Richtung Rolle drücken. Dann bist du immer noch im Becken neutral und hast ein bisschen Stütze. Das ist der tiefe Quere, den du jetzt spürst. Wenn es nicht mehr geht, dann ist besser, du machst Pause und steigst einfach wieder ein. Wenn der Muskel müde wird. Und dann bleibst du jetzt mit einem Bein unten, das andere dazu. Kurz entspannen. Sehr schön. So, jetzt hast du vielleicht immer noch die Stütze, die bleibt jetzt, denn aktivier noch einmal den tiefen Bauchmuskel. Ausatmen, lass deine neutrale Position, nimm die Hände hinter den Kopf, Ellbogen so ein kleines bisschen nach vorne. Jetzt kannst du den Kopf auch ganz leicht in die Hände drücken und dann atmest du aus und hebst deinen Oberkörper. Und zwar so hoch, wie es geht. Höher geht es gar nicht, weil wir sind neutral in der Position. Und du merkst, der Bauch bleibt richtig flach. Also aus. Rippenbögen, Becken noch und zueinander. In der neutralen Position. Und ein. Und aus. Und ein. Und das ist der Sixpack, den du hier trainierst. Aus der Vordehnung oder Vorspannung deiner tiefen Bauchmuskulatur. Hier zusammen. Und du merkst, der Bauchmuskel macht gar nicht das Rundwerden. Wenn ich jetzt versuche, den Rücken runterzudrücken, dann mache ich eigentlich genau das, was ich nicht haben möchte. Dann drückt der Bauch nach oben. Mach mal weiter. Ich zeige dir das mal. Einfach weitermachen. Wenn ich den Rücken jetzt runterdrücke, kommt der Bauch nach oben, dann trainiere ich mir den Bauch nach oben an und der Beckenboden öffnet sich. Also ich habe auch keine Spannung mehr. Ich kann das auch ohne der Rolle. Wenn ich schon öfters gemacht habe, dann hat man das im Gefühl. Genau. Noch zwei.
Und dann gehst du mal mit der einen Hand zum gegenüberliegenden Knie. Und jetzt musst du nicht unbedingt darauf achten, dass der Rücken oben ist. Bei den Schrägen ist es so okay. Und wechselst andere Seite. Und wechselst. Aus. Und lösen. Diagonal und wirklich mit dem Mittelfinger Richtung Knie ziehen. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Und dann ein letztes Mal. Noch zur Mitte, wenn es noch geht, neutrale Position. 8, 7. Platz zwischen Kinn und Brustbein. 6, 5, 4, 1. Jetzt wird's schon, gell? Und nochmal 8 rechts und links. 8, 7, 6, 5, 4, 3 und ablegen und so richtig lang strecken. Oh, in den Bauch atmen, sehr schön. Einfach lang machen. Rechts und links strecken, räkeln, gähnen. So eine große Gräte, dehnt alle Bauchmuskeln. Einfach lang ziehen. Dann die Füße aufstellen. Enge Füße auf eine Seite kippen, Kopf zur anderen Seite drehen. Nacheinander zur Mitte, zusammen zur anderen Seite, Kopf zur Gegenseite und in den Bauch atmen. Bauch, der gehebt und senkt sich. Und dann kommst du nochmal zur Mitte, fasst ein Bein, ziehst dich mit dem Bein nach oben. Komm zum Sitzen. Bleib nochmal so, wie es für dich bequem ist. Jetzt sitzen. Lass locker. Lass ruhig deinen Rücken. Zeig sie seitlich. Locker hängen. Fallen lassen. Dich richtig rausziehen aus den Schulterblättern. Und nochmal aufrichten. Nochmal rund. Und Brust raus. Kannst du auch mit aufgestellten Füßen machen. Noch einmal aufrichten, einatmen, rechts und links strecken, fleißig. Öffne die Arme, zieh die rechte Schulter tief, lass den Kopf nochmal nach links, der Nacken muss oft ein bisschen mitarbeiten. Nach vorne, zur anderen Seite, Schulter tief ziehen. Ich freue mich über einen Kommentar unten, wie es dir so geht. Vorher, nachher, währenddessen. Lass den Kopf nochmal hängen, ganz schwer. Richte dich auf, atme aus. Lass locker. Und dann darfst du dich noch einmal lang strecken. Einmal noch, ganz lang ziehen. Öffne deine Arme. Zieh deine Ellbogen zurück und denk jetzt ab und zu im Alltag an die Haltung, denn das ist wichtig für einen straffen Bauch. Einatmen, aus und lösen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Gerne kommentieren unten und wenn es dir gefallen hat, natürlich gerne ein Gefällt mir drücken. Mein Kanal abonnieren ist kostenfrei übrigens. Kannst du abonnieren? Und dann die graue Glocke und dann auf alle drücken. Dann bekommst du immer Info, wenn wieder ein neues Video da ist.
Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, ich sage vielen Dank schon mal mit 2,50 Euro im Monat zum Beispiel oder 5 Euro oder 10 Euro, ganz was du Lust hast. Das kannst du auch. Der Link ist unter dem Video, deine Unterstützung. Findest du übrigens auch auf meiner Homepage den Link. Also ruhig mal auf die Homepage gehen, gabi-fastner.de. Generell, wenn du noch nie auf meinem Kanal warst, dann schau mal drauf, weil da findest du viele Playlists. Da habe ich die Videos alle schon geordnet in verschiedene Themen. Also einfach mal drauf schauen. Da findest du auch so Challenges, 14 Tage, 8 Tage, 7 Tage. Also alle möglichen Übungsreihen, die du dann mitmachen kannst. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Mal.